Ich freue mich sehr, Sie und euch alle heute Abend hier im Namen von Elnet, im Namen des European Leadership Networks und der Erwin Rautenberg Foundation, unserem langjährigen Partner dieser Veranstaltung, begrüßen zu dürfen zu den vierten Elnet Awards, zu den Elnet Awards 2024. Herzlich willkommen hier in der Villa Elisabeth. Guiding the Erwin Rautenberg Foundation all these years has given me a whole new lease on life. Wenn Antisemitismus oder eine Form von Ausgrenzung und Ressentiment geäußert wird, muss man widersprechen, denn wer schweigt, stimmt zu. Und zustimmen darf da niemand. Insofern ist zu sagen, man ist solidarisch mit dem Staat Israel nicht gemeint, man ist solidarisch mit einer spezifischen Partei, Person oder Regierung, sondern es bedeutet zu erkennen, dass es einen Unterschied macht, wer regiert in Israel, dass es aber niemals eine Relativierung des Existenzrechts des Staates Israel selbst geben kann. Und das schließt ein die Bekämpfung jeden Terrorismus. Meine Damen und Herren, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass in diesem Jahr der Schirmherr habe sein dürfen. Ja, es ist mir eine ganz große Ehre, eine Riesenfreude, die Preisverleihung der diesjährigen Elnet Awards in der Kategorie Kultur beginnen zu dürfen. Der diesjährige Elnet Award geht an ein Projekt, das von Krieg und Frieden, Zerstörung und Wiederaufbau, Ende und Neuanfang erzählt. Und für diese beeindruckende Leistung, für die vielen, vielen Ehrenamtsstunden, die Sie, liebe Sibylle Kraft und lieber Jonathan Köhnen und das gesamte Team des Vereins Bürger fürs Badehaus e.V. in dieses Projekt gesteckt haben, darf ich Ihnen heute den Elnet Award in der Kategorie Kultur überreichen. Herzlichen Glückwunsch. Sie kennt sich aus mit Erinnerungsarbeit. Sie weiß, wie man in 90 Sekunden den sogenannten jungen Menschen Geschichte näher bringt. Und sie bezeichnet sich selbst als Instagram-Aktivistin. Herzlichen Glückwunsch, Susanne Sieger, zum diesjährigen Elnet Medien Award. Die jüdische Studierendenunion Deutschlands vertritt 25.000 jüdische Studierende. Und deswegen bin ich außerordentlich dankbar, dass ich heute tatsächlich diese Laudatio halten darf auf die jüdische Studierendenunion. Anne Frank konnte aufgrund des Menschenhasses der Nationalsozialisten diesen Wunsch nicht umsetzen. Heute bringen Sie, liebe Frau Leidermann, mit Ihrer wertvollen Recherche den Menschen so viel Freude und Nutzen, und haben diesen Elnet Award in der Kategorie Gesellschaft mehr als verdient. Herzlichen Glückwunsch. Seit dem 7. Oktober stehst du, liebe Melodie, an der Seite der Opfer und Angehörigen des mörderischen Überfalls der Hamas-Terroristen. Noch immer sind unschuldige Menschen in den Händen der Hamas, verschleppt irgendwo in den dunklen Tunneln. Du gibst nicht auf. Danke für deine Kraft. Danke für deine Ausdauer. Danke für dein Beispiel. Du bist nicht allein, nicht allein. Dieses Land ist für immer dein, immer dein. Ich kämpfe für deine Sicherheit, Sicherheit. Und Gott wird der Richter sein, Richter sein. Glaub mir, du bist nicht allein, nicht allein. Dieses Land ist für immer dein, immer dein. Ich kämpfe für deine Sicherheit, Sicherheit. Und Gott wird der Richter sein, Richter sein.